Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Für die aktuellen Snowdown-Aufträge müssen wir heute am zweiten Tag vor verschiedenen Weihnachtsbäumen tanzen. Es gibt 5 Stück. Ich vermute, die befinden sich in all den Orten, an denen sich auch schon im Sommer die Geburtstagskuchen befunden hatten. Das werde ich dann gleich mal ausprobieren. So, also in Misty Meadows. In Retail Row hatte ich bisher kein Glück mit Weihnachtsbäumen. Dann probiere ich doch mal Dirty Dogs. Scheinbar sind die dieses Jahr woanders, als wo sie sonst immer gestanden sind. Sind da natürlich der Gegner. Ach, die Penner kämpfen auch noch. Ihr seid doch bescheuert, seid ihr doch. Baum kaputt. Ganz großes Kino, ihr Willis. Ganz großes Kino. Idioten! Ganz großes Kino. Fehlt nicht, scheiße. Der Baum kaputt, kann ich nicht tanzen. Ganz toll. So muss das, ne? Haben sich selbst die Luft gesprengt? Baum weg. Wie doof muss man sein? Ganz ehrlich. Aber es ist die Gier nach Kills. Ach, egal. Sehe ich zu, dass ich Toiletten kaputt kriege. Also ist gut zu wissen in... Moment, ich gehe nochmal hoch. Normalerweise darf der Baum irgendwie nicht kaputt gehen. Das war sonst bei Epic immer so, dass das unkaputt war, aber... Nee, doch, zählt. Sehr gut. Auch wenn der Baum kaputt ist, kann man hier tanzen. Der Motor ist buggt. Der Baum darf wahrscheinlich nicht zerstört werden. So, nächster Versuch macht klug. Also ich hoffe nicht, dass diese Herausforderung buggt und die Weihnachtsbäume doch da sein müssten, wo ich gedacht habe, dass sie sind. Und dann sind sie da nicht. Leider sieht man von oben nichts. Also im Kolosseum war ich, war keiner. In Dirty Dogs habe ich einen gefunden. Den konnten die Gegner aber komischerweise umkloppen. Dann war er weg, aber ich habe dann an der Stelle getanzt, wo der Baum war. Und es hat dann gezählt. Also ich vermute, das ist auch buggy, denn die Bäume dürfen normalerweise nicht zerstört werden. Zumindest war das in den letzten Seasons immer so. Tja. Hier scheint aber auch kein Baum zu sein. Nö. Hier ist eine große Tanne, aber es ist kein Weihnachtsbaum. Sonst stand er immer mitten in Pleasant. Doch, es wird er gerettet. Ich sehe ihn gerade. Dann landen wir da kurz bei dem Bäumchen. Ach, ganz toll. Du bist der Beste. Der allerbeste Arschloch. Tut mir echt leid, dass ich sagen muss. Mensch, wir machen die gemeinsame Challenge. Aber du bist wahrscheinlich so ein kleiner Pisser, der unbedingt Kills machen muss, nicht? Ganz toll. So, dann probiere ich es jetzt mal in Holly Hedges. Also in Dirty war ein Baum. In Pleasant war einer. Dann gucke ich jetzt mal Holly Hedges, ob da auch ein Bäumchen ist. Ich nehme mal an, da ist auch einer. Eventuell ist ein Sweet hier auch. Zwei Weihnachtsbäume gibt. Kann ich mir jetzt auch beim besten Willen nicht vorstellen. Tja. So, außer Salty Towers wäre noch was. Und ich habe den vorher nicht gesehen. Möchte nochmal hinrennen. So, nichts wieder hin. Das ist Baum Nummer 4. Das ist Baum Nummer 4. So, die einzigen Orte, die mir jetzt noch fehlen, wo ich noch nicht war, sind Craggy Cliffs, Steamy Sticks und Stealthy Stronghold. Wobei ich davon ausgehe, dass in Stronghold nichts ist. Also probiere ich das nochmal in Craggy.
in der Hoffnung, dass dort ein Bäumchen steht, an dem ich tanzen kann. Weil alle anderen Orte habe ich... Den haben sie auch diesmal gut versteckt, die Jungs. Von Epic. Vielleicht gibt es noch mehr, die ich nicht kenne. So, das war jetzt Baum Nummer 5 und damit ist dieser Auftrag zu Ende. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dafür gab es jetzt das Spraymotiv Schneekanone und 10.000 EPs. Kleiner Nachtrag. Es gibt noch einen Baum, den habe ich im Match gefunden, und zwar direkt im Obstgarten. Eventuell gibt es woanders auch noch welche, die habe ich aber nicht gefunden. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.